Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chillan, ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir nämlich nochmal ein paar Quantum-Items aufmachen und zwar hatte ich da ja schon mal einen Teil released, wo ich meine ich Bögen, dann Schusswaffen und Gleven aufgemacht habe. Das waren die letzten dementsprechend von diesen Slots und jetzt haben wir noch Schilde, das ist der Slot, der mir quasi jetzt noch fehlt und danach müsste ich mit allen Quantum-Items fertig sein. Normalerweise erkläre ich immer, wie das funktioniert nur im ersten Teil, wenn ich so Opening-Dinger mache, aber da es hier nur zwei Teile sind, dachte ich mir, komm, können wir das hier auch nochmal kurz erklären. Ich glaube, im ersten Video hat es auch nochmal ein bisschen Rückfragen gegeben, war nicht auch ganz klar bei den Leuten, um was sich jetzt quasi hier sich das Ganze dreht. Und zwar haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Quantenschild. Und das sind Tokens, die es einmal aus dem Mega-Dungeon gibt. Dämmerung des Ewigen, das ist auch quasi der, jetzt hätte ich fast Raid gesagt, das ist ein 5-Mann-Dungeon hier hinter mir. Und ja, das können wir laufen, vor allem im Mythic-Modus macht Sinn, denn da ist es so, wenn ihr den Endboss umknallt, gibt es für jeden ein, ja, so ein Token, und zwar nicht unbedingt ein Schild-Token, sondern es gibt halt einmal alle Waffentokens, also ihr könnt von einer Schulterhand, Schild, ein Schwert, ein Zweihandschwert, ein Kolben, ein Zweihandkolben, eine Axt, einen Bogen und so weiter. Halt alle Waffenarten, die ihr euch aussuchen könnt, ne? Auch unter anderem eine Gleve, die hatte ich auch schon mal aufgemacht, daraus ziehen. Und es gibt auch ein paar Gearslots. Und zwar gibt es den Kopf, Schultern, Brust, Hände und Hosen. Und ja, die anderen Gearslots gibt es leider nicht, also ihr kriegt nur diese T-Gearslots und mit diesen Tokens kriegt ihr quasi dann, wenn ihr sie öffnet, ein T-Mog-Teil random von insgesamt einer Auswahl von Classic bis Shadowlands. Also es kann alles drin sein, außer die aktuelle Expansion, mit ein paar Ausnahmen. Es können keine Questgegenstände drin sein, es können keine Items von Händlern drin sein, PvP-Gear ist jetzt auch nicht drin und noch ein paar andere kleine Kleinigkeiten. Aber es können alle Sachen aus Dungeons drin sein, aus Raids, von der offenen Welt, World Drops. Es sind sogar teilweise Items drin, die removed worden sind, also die nicht mehr im Spiel verfügbar sind. Zum Beispiel mit Cataclysm sind mir einige Items rausgeflogen. Oder es sind auch Items drin, die niemals im Spiel released wurden. Also die gibt es nur in den Daten, wurden aber dann nie implementiert. Die können aber trotzdem rauskommen. Andererseits sind aber auch wiederweise manche Sachen doch nicht drin. Die, wo man denken müsste, okay, die müssten eigentlich drin sein, sind ganz normal im Spiel, sind irgendwie nicht drin. Also ich würde sagen, von den alten Expansions sind so 90% der Sachen könnt ihr da rauskriegen. Ja, heißt, der Pool ist relativ groß. Jetzt bin ich bei den Schilden angelangt, dass mir nicht mehr viele fehlen. Die meisten Sachen habe ich. Und die letzten wollen wir jetzt aufmachen und hoffen, dass ich auch alle rauskriege, die noch offen sind. Warum das fraglich ist, liegt in der Natur dieser Tokens. Und zwar funktionieren diese Tokens so, dass man nicht, ihr kriegt nicht quasi jedes unique Aussehen, sondern ihr bekommt die IDs. Was bedeutet das? Es gibt von einem Item, jetzt muss ich mal gucken, ob ich zufällig irgendwas hier habe, was mehrere IDs hat, zum Beispiel hier, diesen Gürtel habe ich, ne? Ihr seht, unten sind diese Symbolchen mit Xen und Haken bei den verschiedenen Items dran. Und hier ist es zum Beispiel so, dass dieses Item ein Aussehen hat. Das seht ihr hier unten in diesem kleinen Bild. So sieht das Ding aus, ne, dieser Gürtel. Es hat aber vier verschiedene Quellen und die Items heißen auch unterschiedlich. Die können auch teilweise unterschiedliches Item-Level haben. Und ja, wenn ihr eins dieser Items habt, dann habt ihr quasi das Aussehen. Wenn ihr wie ich ein ID-Sammler seid, dann versucht ihr natürlich jede ID zu sammeln, also alle diese verschiedenen Items. Und aus den Quantum-Items kommen IDs raus. Es kommen aber nur so lange IDs raus, bis ihr auf diesem einen Slot alle uniken Items habt. Wenn es blöd läuft, dann passiert es euch wie mir bei dem einen oder anderen Slot, dass ihr jedes unique Aussehen habt, ne? Aber es noch andere IDs sind. Und dann kriegt ihr diese IDs nicht mehr. Warum es so funktioniert, das macht keinen Sinn. Es ist dasselbe bei den PvP-Assembles. Wenn ihr ID-Sammler seid, dann habtet ihr da vielleicht auch schon Probleme, dass ihr das ein oder andere Assemble nicht kriegen konntet. Und ja, so funktioniert das da. Heißt, wenn es jetzt blöd läuft, habe ich ab einem gewissen Punkt alle uniken quasi Aussehen, aber mir fehlen noch IDs, ja, wenn es blöd läuft. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Bei den Bögen, Gleven und Schusswaffen ist es gut rausgelaufen. Ich habe aber auch schon ja, Slots, wo es leider nicht so gut lief. Und zwar sind es bei mir einmal die platten Schultern. Und zwar seht ihr das. Das sind die Manorod-Schultern.
Und ihr seht unten habe ich zweimal Manorot-Schultern. Das sind die beiden IDs, die aktuell im Spiel verfügbar sind. Das ist aus dem heroischen Modus und aus dem mythischen Modus. Und es gibt halt auch noch einen Haufen IDs, wie ihr unten seht, die nicht mehr im Spiel sind oder die nie im Spiel drin waren. Ne? Also zum Beispiel Invalid Blizzard Data, die, ich glaube, die sind komplett verbuggt. Die haben, gab es zwar in den Daten, aber die konntest du nie kriegen. Und eine von den Versionen, die hätte man auch hier über das Token rauskriegen können. Habe ich aber leider nicht gekriegt, da ich das Aussehen schon habe und jetzt mit dem Token komplett fertig bin, kann ich es auch leider nicht mehr kriegen. Und selbiges habe ich dann auch hier bei den Handschuhen gehabt. Zum Glück sind es bei mir nur zwei Slots, ne? Bogen ist jetzt hier auch noch drin, da habe ich aber zum Glück alle IDs. Seht ihr, die vier IDs, die hier aufgeführt sind, die habe ich alle. Mir fehlt aber noch die Heldentat und deswegen wird der Bogen hier noch aufgeführt. Für die Heldentat muss man tatsächlich das Item an sich haben und wenn man die Tokens einsetzt, kriegt man ja nie das Aussehen. Also kriegt man ja nie das Item an sich zum Anlegen, sondern man kriegt ja lediglich in seiner Liste quasi das Temok-Teil hinzugefügt. Genau. So, jetzt aber genug des Vorgeplänkels. Achso, eins sollte ich nur erwähnen. Wenn ihr das nachfarmen wollt, macht es so wie ich. Holt euch einen Char, wo ihr 7 von 8 Bossen im Mega-Dungeon umhaut. Wichtig, im mythischen Modus. Und dann shared die ID über jetzt einen Freund zum Beispiel auf einen anderen Account rüber, heißt, ihr habt den ID-Char, der 7 von 8 Bossen hat, der steht außerhalb der Instanz, ein anderer Spieler geht rein oder könnt auch mit einem Twink reingehen, in die Instanz, kriegt dann die ID, der Char, der quasi die ID gestellt hat, geht natürlich nicht mit rein und ja, der lief danach die Gruppe wieder, wenn die anderen Spieler drin sind, die hauen den Boss um und können dementsprechend den Loot holen und ihr könnt das Ganze immer wiederholen. Ne, solange ihr mit dem Char, wo ihr die 7 Bosse gekillt habt, nicht in die Instanz geht und den Boss killt, könnt ihr immer und immer wieder die ID weitersharen. So mache ich das seit ein paar Wochen und fahre mir quasi die Teile. Genau. Und im Mythic-Modus kriegt immer jeder Spieler, der mit beim Bosskampf ist, eins von diesen Teilen. Das ist halt random, was ihr kriegt. Ihr kriegt aber nur Slots, die ihr auch tragen könnt. Heißt, ein Krieger kann von also kann von einer Schildhand zum Schwert über über eine Axt alles Mögliche kriegen. Einen Druid, da er keine Äxte tragen kann und keine Schwerter tragen kann, kriegt er natürlich keine Äxte und keine Schwerter. Ne? Es sollte klar sein. Ein Krieger kann fast alle Waffen tragen, bis auf, glaube ich, Zauberstab und Gleven. Da haben sie eine relativ große Auswahl. Wenn ihr eine Gleve wollt, braucht ihr halt einen Demon Hunter. Ne? So einfach ist die Geschichte. Gut, jetzt sind wir aber wirklich fertig mit dem Vorgeplänk. Ich wollte das Ganze nochmal ein bisschen klarer stellen. Ich glaube, im letzten Video hat es der ein oder andere nicht hundertprozentig verstanden. Und jetzt wollen wir auch mit dem Opening-Teil anfangen. Und zwar habe ich ein paar Schilde gefarmt. Das letzte, was mir fehlt, wie gesagt, sind die Schilde. Hier sind insgesamt im All of Things noch aufgezählt 13 Schilde. Ich habe aber auch noch einige, die mir so in-game fehlen und die habe ich mir mal zusammen aufgeschrieben. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich euch die Liste reinziehe. Jetzt wird es dann kurz hell. Also, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich quasi noch 41 Schilde brauche. Das hat sich auch im PTR bestätigt und ich habe jetzt gefarmt 43 Schilde. Eigentlich wollte ich 42 dann noch farmen. Eins als Backup, um dann wirklich zu sehen, okay, ich kann das Token nicht mehr einsetzen, ich habe genug. Und ich denke, wir müssten jetzt auf jeden Fall genug haben und ich hoffe, dass die alle rausfliegen, dass ich nicht die Problematik mit den IDs habe, weil ihr seht, diese Teile haben teilweise richtig viele IDs. Ne? Also wenn es blöd läuft, haben wir gelitten und ich hoffe, das wird nicht passieren. Gut, dann starten wir jetzt auch wirklich durch. Also machen wir das erste Ding auf und schauen mal, was Schickes rauskriegen. Also das erste Schild, was wir rausgekriegt haben, ist hier unter Dämmerung des Ewigen markiert. So, man kann uns das auch angucken. Ah ja, so kann ich es machen. Seht ihr, da haben wir das Schild. Sieht jetzt nicht sonderlich toll aus. Aber das ist ein ehemalig removedes Schild. Deswegen wurde das jetzt hier unter Dämmerung der Ewigen von All the Things zugeordnet, weil man es jetzt halt hier quasi wieder als einzige Quelle kriegen kann. Gut, dann schauen wir uns das nächste an. Ah, das hier ist auch nur unter Dämmerung des Ewigen drin, also auch ein ehemaliges removedes Schild. Das sieht ziemlich basic nach Classic aus, heißt, das wird wahrscheinlich irgendwann in Kataklysm rausgeschmissen worden sein. Gut, dann Nummer 3. Schon mal gut, dass wir zwei Removed haben. Ah, das ist direkt noch ein Removedes. Und, ja. Das, ja gut, das hat richtig viele IDs. Seht ihr das? Mal gucken, ob wir die alle kriegen. Das sieht irgendwie mir ein bisschen nach Mist of Pandaria aus, das Ding. Meisterhaftes Draenei. Draenei Stahl. Wobei, Draenei.
Nei, Stahl, Bollwerk, das ist noch rausbringen. Könnte natürlich auch Wallets of Draenor sein. Und dann haben wir hier noch ein viertes. Oh, das ist anscheinend verbuggt. Das muss ich mir einmal im Chat posten. Machen wir das her. Das ist, von Sylvanas aus dem Mythic-Modus ist das anscheinend das Schild. Das können wir uns auch angucken. Das sieht sogar relativ cool aus, muss ich sagen. Ja, das hat was. Gut, dann sind wir mit dem Char fertig und gucken wir auf die nächsten. Als nächstes sind wir auf einem Shami. Der kann nämlich auch die Schilde benutzen. Jetzt gucken wir mal, was wir da Schönes raus haben. Letztes ewiges Bollwerk. Da haben wir das. Das ist anscheinend aus dem LFR. Jetzt backt mir hier All the Things wieder ein bisschen rum. Aber da es 213er Item-Level hat, ist es wahrscheinlich aus dem Sanctum, schätze ich jetzt mal, oder? Ich meine, aus Castle Nafria waren wir im Normal-Item-Level 200. Und da es LFR ist, müsste es wahrscheinlich aus Castle Nafria gewesen sein. Jetzt können wir es leider im Chat nicht mehr sehen. Ich muss jetzt einmal reloggen, dass All the Things quasi die Werte wieder richtig anzeigt. Das ist manchmal, wenn man einloggt, spackt es ein bisschen rum. Gut, dann nehmen wir das nächste Schild. Das ist sehr schön. Das ist also eine BG-Level-Belohnung. Die Sachen zu farmen, räudig hoch 1000 ist das. Und zwar kann man das nur mit Low-Level-Chars in BGs machen. Und wenn man dann gewinnt, gibt es eine Chance, dass man eine Kiste kriegt. Und in der Kiste wiederum gibt es eine Chance, dass man ein random Gear-Item bekommt. Also die Sachen zu farmen ist richtig ätzend, weil halt Low-Level-BGs auch ganz schlecht aufgehen. Tatsächlich. Was haben wir da? Da haben wir nochmal ein removedes Schild. Schauen wir uns. Also, das sieht ja mal wirklich. Also, wer sowas hier mockt, ne? Das sieht wirklich nicht gut aus. Aber es ist wieder eins mehr in der Sammlung. Ist auch wieder hier Dämmerung des Ewigen, ne? Gelistet. Also, das ist eins von den seltenen. Jetzt sind es da auch nur noch 11, ne? So langsam werden es da ein bisschen weniger. So, dann sind wir als nächstes auf dem Paladin. Und mit dem haben wir auch nochmal 3 Schilde. Also, das bin ich echt schon eine Weile auch am Farmen, ne? Will ich dazu sagen, es sind jetzt, glaube ich, ein paar Monate. Also für alle Teile, die Schilde, ne, habe ich jetzt seit ein paar Wochen aufgehoben. Okay, da haben wir jetzt ein Item. Einmal aus dem Mausoleum, aus dem HC-Modus. Sieht, ja, mittelmäßig aus, muss ich sagen. Dann mal das nächste. Ah, das wird auch wieder nur mit Source-ID angezeigt. Na, dann müssen wir es einmal in den Chat posten. Also, das ist das hier. Das ist ebenfalls aus Mausoleum. Deswegen sieht es relativ ähnlich aus. Das ist einmal Schlachtzugsbrowser. Ja, gut. Auch relativ basic. Und Schild Nummer 3. Was haben wir da Schickes? Jetzt nochmal was Seltenes. Meisterhaftes Draenei Stahlbollwerk. Da haben wir jetzt quasi nochmal eine weitere ID. Das ist hier mal als marklos quasi beschrieben. Ich bin mir aber gar nicht sicher, wo das her ist. Dieses marklos gab es, meine ich, damals bei Archäologie in MOP, meine ich. Aber da gab es, glaube ich, keine so Items. Also keine Ahnung, wo das genau her ist. Aber wir haben es. Wunderbar. Dann haben wir noch einen Worry. Und zwar haben wir da auch nochmal 2 Schilde. Mal, was da Schickes drin ist. Gefallenes Wappen von Lordaeron heißt es. Das posten wir jetzt auch nochmal in den Chat rein. Das ist aus dem Mausoleum. Okay. Sieht ja ziemlich cool aus. Heu, warum gibt's das? Ach, das gibt's bei Mal'Ganis. Weil er sich immer in verschiedene Charaktere verwandelt. Wahrscheinlich deswegen. Okay. Dann gucken wir das nächste an. Das haben wir auch nochmal aus dem Mausoleum. Gut, das hatten wir, glaube ich, vorher im LFR, ne? Jetzt haben wir es im Mythic-Modus. Dann sind wir auf dem Shami als nächstes. Guck mal, da haben wir auch nochmal 4 Schilde, da geht's richtig ab. Okay, gehärtetes Draenei-Stahl-Bollwerk. Aber diesmal nicht das Marklose, ne? Das normale, und das wird jetzt hier auch als Währung oder Reagenz angezeigt, ne? Das konnte man anscheinend damals irgendwie upgraden. Gut, geht natürlich alles nimmer. Heißt, wir müssen die anderen Versionen hier über die Tokens zusammenbekommen. Schau mal, jetzt haben wir noch das Meisterhafte bekommen. Okay. Perfekt. Werden die IDs hier langsam schon weniger bei dem Ding.
Okay, letztes Bollwerk der Einheit war da jetzt noch drin. Mal gucken, was das ist. Das ist auf jeden Fall ein Epic-Teil. Und das ist aus dem Sanktum, ne? Das haben wir vorhin... Hey, Moment, wir hatten doch das Mythic-Ding schon. Ah, nee, Wächter der Ersten. Ach, das hat ein ähnliches Model wie das von Sylvanas. Okay, I see. Da war Blizzard anscheinend faul. Haben es ziemlich ähnlich designt. Oh, ich habe das Falsche eingesetzt, ich wollte gerade sagen. Ich habe schon alles aus der Sammlung. Okay, und was haben wir hier? Okay, das ist nochmal ein Remove-Das, das man nur hier kriegt. Ja, das wird auch wieder irgendein so Basic-Classic-Ding sein, so wie es aussieht. Dann haben wir jetzt hier noch einen Paladin. Er hat ebenfalls nochmal 3 Schilde. Naja, so viele Removes brauche ich jetzt gar nicht mehr. So, was haben wir denn hier? Schutz des zerrissenen Verteidigers. Das wird schon Sylvanas Raid sein, oder? Ah, es droppt sogar direkt von Sylvanas. Ah, das ist diesmal in Gold. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aus dem HC. Da gibt es doch aus dem Schlund lauter so eine goldene Rüstung. Ich glaube, dazu wird das ganz gut passen. So, dann haben wir eins, was wieder nicht richtig angezeigt wird. Posten wir das. Das ist aus dem Mausoleum. Diesmal aus dem HC-Modus. Na gut, da kennen wir ähnliche Models schon. Und das letzte. Ah, okay, da haben wir nochmal das letzte Bollwerk. Und diesmal auch aus dem HC-Modus. Vom Wächter der Ersten aus dem Sanktum der Herrschaft. Dann haben wir jetzt nochmal einen Schamanen. Und da haben wir auch nochmal 2 Schilde. Komm, ich hoffe, diese Drenai-Stahl-Dinger kriege ich jetzt noch. Bei hier haben wir noch ein anderes Removedes. Barriere. Wie sieht denn das aus? Das wird auch irgend so ein Classic-Ding sein, ne? Die Texturen sind ziemlich low-budget. Dann gucken wir das nächste noch an. Wie sind es denn jetzt noch, Removed-Teile? 5 oder 6 waren das, glaube ich. Jetzt habe ich was richtig Seltenes. Schild der Wache von Sturmwind. Das spart mir einfach mehrere hunderttausend an Gold. Das Ding kostet... Ich glaube, ich habe es noch nie unter 500.000 gesehen. Oft ist es für Goldcap drin. Letzter Zeit habe ich es mal für 500k gesehen. Das ist richtig selten. Sieht nett gut aus, aber das kriegt man aktuell nur noch über Angeln. Und eins der seltensten Items in WoW tatsächlich. Gut, dass ich jetzt das hier rausgekriegt habe und mir nicht angeln muss. Das ist nämlich richtig mies, das zu holen. Richtig, richtig mies. Sehr schön. So, dann haben wir jetzt hier noch eins auf dem Worry rumliegen. Hoffe ich, dass ich das andere seltene Schild auch noch kriege, was ziemlich teuer ist. Okay, da haben wir nochmal meisterhaftes Drenai-Stahl-Bollwerk. Gut, da haben wir jetzt die nächste ID. So langsam wird's doch hier mit den IDs. Gut, dann habe ich hier mit dem Worry auch nochmal 2 Schilde. 3 Items werden jetzt da noch angezeigt. Gucken wir mal. Verdeckte Barriere. Das ist so ein Ilias, haben wir doch vorhin schon gehabt, oder? Auch eins von den 2, die jetzt hier noch aufgezählt sind. Dann sind es jetzt, oder von den 3, ja, jetzt sind es noch 2 insgesamt. Okay. Schauen wir mal, was wir da noch drin haben. So ein Seltenes aus Draenor brauche ich auch noch. Auf dem PTR habe ich es bekommen, ne, was relativ teuer ist. Eventuell kriege ich es jetzt hier auch. Das ist so ein World Drop. Ich müsste nochmal nachgucken, wie es heißt. Aber wir werden es hoffentlich nachher ziehen, dann kann ich es euch zeigen. Okay, das ist jetzt hier nochmal aus Sanktum der Herrschaft. Auch wieder relativ basic. Gut, jetzt habe ich hier auf dem Hela habe ich auch noch einen Token gefunden. Jetzt dann so langsam ein bisschen weniger. Und was haben wir da Schickes drin? Ah, das heißt schon irgendwas mit Mausoleum. Also das wird vermutlich aus dem Mausoleum kommen. Retter des Mausoleums. Und diesmal ist es ein Item aus dem Mythic-Modus. Vom Wächter. Ja, ist ganz okay. Dann habe ich jetzt noch einen Schami hier aufgetan, der einige an Schilden hat. Insgesamt 4 Stück. Gucken wir mal, ob wir da das letzte Zeug noch rauskriegen. Also, Schild Nummer 1. Wieder eine verbuggte ID. Das muss ich mal 3-4 Mal versuchen im Chat zu posten, bis es klappt. Also, das ist auch ein Item aus dem Sanktum der Herrschaft. Und zwar diesmal aus dem LFR vom Taragu. Also, das müsste der erste Boss sein, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Dann haben wir noch eins, das hier wieder rumbuggt. Und mal das was reinposten. Ah, der Rekruten. Ah, das ist das zweite Schild aus den BG-Kisten, ne? Wunderbar, das ist auch kacke zum Farmen.
Dann haben wir als nächstes, weil das heißt genauso wie das andere, das ist jetzt quasi vom Taragu aus dem Mythic-Modus. Da ändern sich nur ein bisschen die Farben, oder? Ah, okay, Mythic-Modus scheint immer so ein bisschen rot zu sein. Und das letzte ist aus dem Sanktum der Herrschaft im Normal von Sylvanas. Ja, da hatten wir vorher auch schon eine rote Version im Mythic-Modus, ne? Gut, dann bin ich auf dem nächsten Parler hier. Da haben wir auch nochmal ein Schild. Da ist das, was ich haben wollte. Das Schwarzfels-Bollwerk. Das liegt im Normalfall auch um die, ja, 300k kannst du rechnen, wenn du es mal ganz günstig kriegst für 250, 260 oder so. Ist halt ein World Drop. Hier seht ihr auch die Preise. Regionaler Durchschnittsverkaufspreis 269. Also das ist immer so das Günstigste, was ich sehe. Aber so im Schnitt sind die eher teurer, die Dinger. Und ja, das ist jetzt auch gut, dass es gedroppt ist. Ist einer der letzten World Drops, die ich quasi kaufen hätte können. Und da dachte ich mir, komm, da poker ich jetzt quasi hier drauf, dass ich es quasi aus dem Quantum-Item kriege. Ich gebe schon genug Gold für andere Sachen aus, wisst ihr? So, dolla, dann haben wir hier das nächste Schild. Jetzt drückt mir die Daumen, dass ich die zwei Removed noch rauskriege. Okay, da steht jetzt nur eine Source-ID da. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Ding ist. Machen wir es wieder in den Chat rein. Ah, okay, das ist wieder so ein Schild, was man, ne, von den Schreckenslords bekommt. Diesmal jetzt aus dem HC-Modus. Ich glaube, das andere sah auch komplett gleich aus, oder? Auch so weiß und mit silberner Umrandung. Ja, aber ich finde es schick, das Schild. So, Dollar, nächster Char. Jetzt hoffe ich, dass ich die überhaupt noch benutzen kann. Wenn es blöd läuft, ist jetzt RIP. Okay. Ich habe gleich zwei Items. Ah, ne. Das war noch von einem anderen Char im Chat. Nevermind. Ein Item habe ich gelernt. Dann haben wir hier einmal Schutz des zerrissenen Verteidigers. Ebenfalls wieder von Sylvanas und diesmal im LFR. Und dann haben wir jetzt hier noch ein Schild. Haben wir da was rausgezogen? Letztes Bollwerk des ewigen Verteidigers. Das ist die Version aus dem Normal. Ich glaube, jetzt haben wir bald alle Versionen durch. Aber es sind immer noch zwei Items hier drin. Ja, ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Aber mal gucken. Ich glaube, ich habe auf einem Char zumindest noch ein Item. Mal gucken, ob das da noch rauskommt. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Paladin. Ich habe All the Things wieder nicht an, sehe ich gerade. Hat er mir natürlich nicht gezeigt, was ich gekriegt habe. Ja, da muss ich jetzt einmal reloggen. Ich hoffe, das war jetzt eins von den removeden Items. Wobei, auf dem Zweit-Account sehe ich es, glaube ich. Ah, ja, auf dem Zweit-Account sehe ich es. Ich habe einfach nochmal einen Item vom Taragu gekriegt. Diesmal im Normal, also aus dem Sylvanas Raid, ne? Okay. So, jetzt gucken wir mal das andere hier noch. Komm, gib mir eins von den Removeden. Ne, sind immer noch beide drin. Das ist aus dem Mausoleum. Dass ich die jetzt immer noch nicht habe, ist gar nicht gut. Jetzt hoffen wir mal, dass ich sie noch kriegen kann. Okay, schade. So, ich habe doch noch ein paar Schilde gefunden. Ich dachte mir jetzt irgendwie schon, dass das die letzten Schilde waren. Aber ich habe ja hier sogar noch ein paar. War mir nämlich schon unsicher, ob ich's, ob es jetzt schon verkackt ist mit den Items. Also, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir irgendein Aegis drin. Und zwar von Burning Crusade Time Walker. Aus Botanica ist das Schild tatsächlich. Okay. Ja, mal ein bisschen Time Walker Loot. Ist auch nicht schlecht. Die Sachen kriegst du nämlich echt immer ätzend. Dann haben wir als nächstes wieder eins, das hier ein bisschen am Rumbacken ist. Ist ein blaues. Das ist auch aus Time Walker, und zwar Wottel Time Walker aus Asjol Nerub. Nicht schlecht. Und das nächste. Also die hätte ich jetzt gar nicht mal auf dem Schirm, die Sachen. Ist nochmal ein blaues. Ah, das kriegst du von Düsterbruch, von dem Boss, den man beschwören konnte. Und den man aktuell, glaube ich, nur noch mit einem bestimmten Summoning-Item, dass ich es noch rausbringe, quasi beschwören kann. Okay, na gut. Das ist im Endeffekt in Anführungszeichen auch removed, ne? Also du hast dieses eine Item noch. Dudeluder, dann haben wir den nächsten Charm. Der hat auch nochmal zwei Schilde. Jetzt komm, die removeden.
Fallenes Wappen von Lordaeron. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Okay, das Ding sieht halbwegs cool aus, oder? Das ist jetzt in Rot. Das sieht echt schick aus, das Schild. Ich glaube, man könnte mal ein cooles Set machen. Ich befürchte, dass ich jetzt nicht mehr einsetzen kann, oder? Doch, es hat funktioniert. Oh, ich habe noch eins von den Removeden gekriegt. Okay. Jetzt ist die Frage, ne? Ob ich das letzte auch noch rauskriegen kann. Weil normal, wenn das letzte Item ist, das fehlt, dann kriege ich es nicht mehr, weil ich ja das Aussehen schon habe, ne? Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ein Char habe ich, glaube ich, noch mit ein paar Token. Gut, dann sind wir jetzt, denke ich, auf dem letzten Char. Ich habe jetzt hier noch dieses eine Bollwerk offen. Habe noch 3 Tokens. 2 sollte ich ja nach meiner Berechnung zu viel haben. Jetzt hoffe ich, dass ich das nur einsetzen kann und die ID trotzdem kriege. Ja, ich habe das Drenai-Bollwerk gekriegt. Also hier hat es funktioniert, ne? Eigentlich müsste das jetzt das letzte gewesen sein. Und wenn es das letzte ist, dann funktionieren die Schilde anders als Handschuhe und Brust, ne? Jetzt gucken wir mal. Seht ihr, jetzt kann ich es nicht mehr einsetzen. Aber davon hatte ich ja das Aussehen quasi schon. Also keine Ahnung, warum das bei den Schilden klappt. Aber bei der Brust, bei den Schultern und den Plattenhänden nicht funktioniert hat. Also das ist ein bisschen komisch tatsächlich. Aber, ja gut, ne? Ich freue mich, dass ich die Schilde zumindest alle rausgekriegt habe. Und damit sind wir tatsächlich jetzt mit dem Mega-Dungeon hier fertig. Ich habe das jetzt was waren das, 3 Monate? Habe ich das jetzt ziemlich hardcore gefarmt, habe jetzt jeglichen T-Mog, den man hier rauskriegen kann. Und damit ist mein All the Things jetzt auch wesentlich leerer geworden, ne? Waren einige seltene Sachen mit dabei. Hat mich gefreut, dass ihr da bei dem kleinen Opening dabei wart. Sollten noch Fragen zu den Quantum-Teilen offen geblieben sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne bei den anderen Videos wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.